Ja, hallo und herzlich willkommen, Danis Garten. Ein paar. Ein paar wenige. Mehr dazu im Video. Ja, so einfach ist das nicht. Wenn man da viele Hühner hat und Enten. Und mein Mann und ich, wir haben gesagt, okay, jeden Tag 10 Spatenstiche, dann ist das da hinten in 2, 3 Wochen umgegraben. Von wegen. Ich komme ja gar nicht dazu, dass ich täglich die 10 Spatenstiche mache. Denn ich habe, wie ihr sehen könnt, die zwei, die sich zanken permanent. Dann viele andere, die was einen Regenwurm haben wollen. Viele andere, inklusive die, was jetzt bei den Hühnern drin sind. Und die hier. Und da gibt es Mord und Totschlag. Oh Gott, oh Gott. Das ist heftig. Und ihr habt ja gesehen, wie bei mir die Tage anfangen auf der Terrasse. Ich trinke da meinen Kaffee und höre mir die Vögelchen an. Betrachte die Natur, den Sonnenaufgang. Ich hoffe, ihr habt auch so einen schönen Sonnenaufgang oder zumindest so eine Musik wie ich, dass dein Vögelchen da auf dem Ast sitzt und singt. Das ist das Schönste, was es gibt. Beim Kaffee trinken, meine ich. Ja, mein Lavendel ist ein guter Klettergerüst für die Hühner, für die jungen Hühner. Oh mein Gott, Esme, du spektakelst ja, das ist nicht normal. Nee, jetzt schaue ich mir ihr Ei an. Sie spektakelt. Und da ist die zweite. Das ist das Glöckchen. Nee, das ist Rosalie. Die haben beide ein Ei gelegt. Jetzt gucke ich mal nach, wie es da ausschaut. Glöckchen kommt auch raus, okay. Haben also 3 Hühner jetzt. Ja, meine Hübsche, ja, die sind hier, Schatzilein. Die sind alle hier rausgegangen. Da sind sie rausgegangen. Da. Da sind sie. Ja, meine Hübschen. Ja, bei dir meldet sich das Ei gerade. Bei Glöckchen meldet sich das Ei gerade. Ja, aber geh raus, Glöckchen. Ja, komm, Schatzile. Ja, du warst brav, hast ein Ei gelegt, meine Hübsche. Hey, lass dir die Essen in Ruhe. Geh raus da. Die sind schlimm, die sind schlimm. So, jetzt schaue ich mal die Eier an. Süße. Was sagst du denn, Süße? Ich störe dich. Das ist Rosalie. Ich störe dich, Schatzi, gell? Das ist nicht ihr Ei. Sie legt gerade ihr Ei. Sie hammert immer so, bevor sie ihr Ei legt. Sie preist.
So, Eis draußen. Schatzele, das war eine schwere Geburt. Das war eine schwere Geburt. Ja, meine Süße, jetzt willst du nur mehr raus. Ja, das war eine schwere Geburt. Und das ist das Ei von Rosalie. Da sieht man es noch. Es ist noch leicht feucht. Ich hoffe, dass man das sehen kann. Ja, so sieht man es. Das ist ihr Ei. Das ist noch feucht. Und das andere Ei ist von einer anderen Henne. Das ist die Twitty. Die hat nämlich so solche Eier. Das ist nur ein Vergleich. Eine gesunde Ente hat im Stehen und Liegen ihre Schwanzfedern in die Höhe. Genauso wie bei der Bertha. Auch bei den Hühnern ist das so. Und wenn es ihnen nicht gut geht, dann lassen sie die Schwanzfedern hängen. Und zwar habe ich eine Ente. Das ist die Maya. Sie liegt hier. Und ihre Schwanzfedern berühren den Boden. Das heißt, ihr geht es nicht so gut. Auch gibt sie von sich Geräusche. So, als hätte sie Schmerzen. So tut sie quaken. Alle anderen haben den Schwanz gerade oder nach oben. Aber bei Maya sieht man es, den lässt sie richtig hängen. Das heißt, ihr geht es nicht gut. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt einen Tee für die Enten zurechtgelegt. Also, ich habe schon mal Wasser angesetzt und das Wasser kocht. Kommt da rein Salbei und Oregano. Ich mache ihn aber so stark, dass ich den dann mit Wasser verdünne und an alle Tiere verteile. Hühner und Enten. Denn meine Tiere sind mir wichtig. Und wie gesagt, man hört es ja bei den Tieren. Man hört sie, wie sie welche Geräusche von sich geben. Das war ganz normal, die eine. Aber sie gibt öfter solche Laute in kürzeren Abständen, so als hätte sie Schmerz, als ginge es ihr nicht gut. Und dann auch mal zwischen den Fässern. Kann man sehen. Da sind andere Enten noch dazugekommen. Aber ihre Schwanzfedern liegen unten. Das heißt, ihr geht es nicht gut. Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Also sie lässt ihre Schwanzfedern richtig hängen. Und bei den anderen Enten straff nach oben. Die Hühner zeigen dasselbe. Wenn es ihnen nicht gut geht, lassen sie die Schwanzfedern richtig hängen. Wenn es ihnen gut geht, so wie der Twitty oder den anderen Hühnern, ist der Schwanz oben. Das heißt, ich muss mich verstärkt die nächsten 2-3 Tage um meinen Tee kümmern für meine Entchen. Ja, es ist kalt, mal warm. Vielleicht tut ihnen das auch nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, wenn man immer wieder auf die Tiere hört und schaut, was sie machen, wo sie gerade sind, dann kann man auch reagieren. Das habe ich ja auch letztes Jahr bei der Heidi erlebt, wo sie sich zurückgezogen hat. Das eine Auge war zu, was auch immer sie hatte. Ich habe ihr das Auge gereinigt mit dem Tee, ihnen zu trinken gegeben. Und am nächsten Tag habe ich noch einmal in der Früh, glaube ich, ihr Auge gereinigt mit Tee. Und dann war alles okay. Und ich muss zugeben, ich habe die letzten 2 Wochen mich hauptsächlich um die jungen Hühner gekümmert und nicht nach dem Tee gedacht, also an den Tee gedacht. Folgedessen, die nächsten 2-3 Tage werden die hier meine Aufmerksamkeit haben. Ich werde ihnen mehr Tee kochen und ihnen auch den Tee geben zum Trinken. Und das mit dem Tee, damit sie sicher den Tee trinken, das gebe ich ihnen am Abend in die Garage, denn wenn sie essen, trinken sie auch. Und da brauchen sie den Tee und da kriegen sie in 2 Schalen Wasser mit Tee, also verdünnt, nicht so stark. Dann bleibt ihnen nichts übrig, müssen sie davon nehmen und dann geht es ihnen auch besser. Denn hier im Garten haben sie eine große Auswahl und ich weiß nicht, ob sie auch alle dann den Tee trinken, aber Salbei, Oregano, wenn man Thymian hat oder Rosmarin, kann man dazugeben, 3-4 Kräuter schaden nie und dann geht es ihnen schon besser. Das hier ist das Rechte, das zeigt sich schon.
Es gibt noch ein paar drunter, die sich nicht zeigen, sich noch schämen. Aber ihr hört sie. Im Inkubator sind gerade 3. Den mussten wir ein bisschen helfen. Aber ansonsten, das sind braune, das ist, die 3 sind vom Züchter, schätze ich mal. Und die hier dürften vom Nachbarn sein und ein Ei vom Züchter. Wobei auch der Nachbar hat so dunkle Hühner. Mal schauen. Und die eine oder andere, das eine oder andere Küken hat auch schon gegessen. Da kommt es wieder hervor. Da kommt noch eins hervor. Naja, man muss alles erkunden und schauen. Und dieses, was jetzt zum Vorschein kommt, das war das erste, was geschlüpft ist. Das Essen haben sie schon entdeckt, das Wasser haben sie auch schon entdeckt. Wichtig ist nur, dass eines zumindest das Essen und das Wasser entdeckt, denn die anderen laufen dem ersten nach. Ja, der Heidi, der Maya geht es wieder gut. Sie läuft den anderen mit. Was auch immer sie hatte, weiß ich nicht. Die haben 2 Tage lang Tee gekriegt und ja, es geht ihnen allen gut. Auch die jungen Hühner haben den Tee gekriegt zum Trinken und die entwickeln sich auch recht gut. Natürlich der kleine schwarze Adler. Sind alle okay. Wo ich immer so traurig bin, wenn ich so viele Eier im Inkubator habe. Die meisten Eier von Nachbarn, die sind auch geschlüpft von diesen Züchter. Da haben die Eier angefangen, sich zu entwickeln. Und auf halber Strecke hat sich nichts mehr getan. Also ich habe da 2, 3 Eier aufgemacht und um reinzuschauen, aber da die Küken, die haben sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Das heißt, die Eier waren zu alt, denn die Eier vom Nachbarn, die was noch da waren, sind geschlüpft. Das von der Frau aus Österreich sind auch nichts geworden bis jetzt. Mal schauen, was noch kommt. 2 Tage haben sie noch Zeit. Mal schauen, was da kommt, ob da noch was kommt. Ansonsten, ich sage immer, ich sage nicht mehr so wie früher, warum passiert das nur mir? Denn es gibt Sachen, die passieren aus gutem Grund. Warum auch immer. Das hinterfrage ich nicht, warum solche Sachen halt passieren. Es gibt gute Gründe, warum gewisse Sachen passieren. Und ja, man sollte nicht das betrauen, was nicht kommt, sondern dass sie daran freuen, was man hat. Und zwar habe ich junge Hühner, die alten Hühner im Hühnergehege, die Enten und die ganz kleinen Küken, die was 5, 6 Stück geschlüpft sind. Den Rest warte ich noch ab bis übermorgen. Wenn da nichts mehr kommt, dann werde ich die Eier entsorgen. Ansonsten, die nächste Partie wird für den Nachbarn sein, dass ich für den Eier ausbrüte. Der kommt irgendwann am Mitte, Ende März mit Eier. Und wenn er sich seine Küken holt, dann fange ich an, für mich Enten nachzuzüchten. Und ich weiß, der Markus wollte auch Enteneier. Den werde ich noch anrufen, ihm Bescheid geben, wenn es soweit ist. Beziehungsweise ich werde ihn heute noch anrufen und fragen, wie es ausschaut, wann er Eier möchte. Dann sammle ich für ihn Eier. Ich glaube nicht, dass er sich 40, 50 Eier in den Inkubator reingeben wird. Auch wenn, kein Problem. Aber ja. Sein Füßchen ist immer so trollig, wenn er durch die Gegend läuft. So wie ein kleiner Flummi. Und ja, diesmal nur ein ganz kurzes Video. Im Inkubator habe ich noch ein Küken, das so gegen Mittag, Nachmittag, also gegen 2 Uhr, 2, 3 Uhr geschlüpft ist. Das soll sich noch erholen, kommt morgen raus. Aber das war es auch schon. Das wären dann, glaube ich, 7 insgesamt, keine Ahnung, muss ich nochmal schauen. Ja, wie gesagt, ein kurzes Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, wie immer. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und ein Abonnieren nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Hilft mir, kostet euch nichts. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen.
Noch was, ich habe eine beleidigte Katze. Sie ist beleidigt, warum auch immer. Mietze, Lina, alles okay bei dir, Schatzi? Willst du rein, Schatzi? Willst du rein, Schatzi? Sie will rein, okay. Na dann tschüss, bis zum nächsten Mal.